Ja, hören Sie mich ein bisschen auf? Ja, nicht ganz, sollen wir ein bisschen lauter stellen? So ist besser, hören Sie mich? Sie müssen, ich kann das nicht beurteilen, jetzt ist aber schon zu laut, also jetzt überschlägt sich schon ein bisschen. Jetzt geht's? Alles okay? Gut, danke. Ja, dann begrüße ich Sie sehr herzlich zur zweiten Sitzung von unserer Vorlesung. Wir haben letztes Mal eine kleine Einleitung gemacht und wir beginnen heute praktisch mit der eigentlichen Vorlesung. Und Sie sehen es, wir befassen uns heute mit dem Porträt, mit dem Selbstporträt, mit dem Genreporträt unter der Fragestellung von Individualität und Ich-Imaginationen. Bevor wir über das Porträt im 17. Jahrhundert in Holland sprechen, möchte ich zuerst abklären, was wir eigentlich unter Porträt verstehen, welche Funktionen eigentlich dem Porträt zugeschrieben werden. Und ich werde einen ganz kleinen, sehr, sehr kurzen Rückblick halten, wann das Porträt eigentlich entstanden ist, damit wir dann die Bedeutung und die Funktion des Porträts in der holländischen Malerei besser einschätzen können. Nun, man geht im Allgemeinen davon aus, dass das nachantike Porträt in der Renaissance entstanden ist. Für Jakob Burckhardt, der ja wesentlich unser Bild von der Renaissance geprägt hat, belegt das Porträt die Geburt des Individuums in der Renaissance. Er meinte, dass vor der Renaissance die Menschen unter einem Schleier von Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn gestanden hätten. Das Fehlen des Porträts im Mittelalter wird als Zeichen für ein fehlendes Bewusstsein von Individualität gesehen. Und in der weiteren Entwicklung bis ins 20. Jahrhundert wird die Autonomie des Individuums vollendet, also nach dieser Auffassung. Und man denkt dann, dass das Individuum gleichsam bei sich selbst angekommen sei. Also es gibt, wenn Sie Literatur zum Porträt lesen aus dem 20. Jahrhundert, Wetzold oder Gasser, dann wird das im Allgemeinen immer noch so als so eine Entwicklungslinie geschildert, wo eben praktisch dann im 20. Jahrhundert das Individuum bei sich selbst angekommen ist und das sich im Porträt spiegelt. Das heißt, dass die Kategorie der Individualität auch zu einem Gradmesser von Modernität geworden ist. Hier gibt es zumindest drei Einwände. Erstens, wir gehen heute eigentlich nicht mehr von der Vorstellung eines autonomen Subjekts aus. Vielmehr gehen wir davon aus, dass der Mensch ein historisch-kulturell gewordenes Wesen ist, das durch konkrete biografische, soziale und diskursive Kontexte geformt ist. Also nicht allein aus seinem Willen und aus seinem eigenen Bewusstsein gesteuert ist. Aber man könnte vielleicht sagen, in der Renaissance, genauer in der frühen Neuzeit, entsteht die Vorstellung eines autonomen Subjekts. Wobei ich dazu sagen möchte, dass die Vorstellung, die hier in der Renaissance entwickelt worden ist, noch lange nicht die ist, die dann im 19. Jahrhundert von Jakob Burckhardt und seinen Nachfolgern formuliert worden ist. Also diese Vorstellung von einer beginnenden Autonomie und Individualität zeigt sich in Schlüsseltexten der italienischen Renaissance, zum Beispiel bei Pico della Mirandola, der die neue Auffassung von der Bedeutung des Menschen, also seiner Würde und seiner Individualität beschrieben hat. Ich zitiere Ihnen jetzt hier Pico della Mirandola aus dem Text De Dignitate Hominis, also von der Würde des Menschen von 1496. Der Schöpfergott spricht zu Adam. Wir haben dir keinen bestimmten Wohnsitz, noch ein eigenes Gesicht, noch irgendeine besondere Gabe verliehen, o Adam, damit du jeden beliebigen Wohnsitz, jedes beliebige Gesicht und alle Gaben, die du dir sicher wünschst, auch nach eigenem Willen und nach deiner eigenen Meinung haben und besitzen mögest. Denn übrigen Wesen ist ihre Natur durch die von uns vorgeschriebenen Gesetze bestimmt und wird dadurch in Schranken gehalten.
Du bist durch keinerlei unüberwindliche Schranken gehemmt, sondern du sollst nach deinem eigenen freien Willen, in dessen Hand ich dein Geschick gelegt habe, sogar die Natur dir selbst vorherbestimmen. Zitat Ende. Also diese Idee von Individualität und Autonomie, die hier tatsächlich in der Renaissance zum ersten Mal in dieser Weise formuliert worden ist, ist natürlich erst möglich geworden durch bestimmte soziale und ökonomische Veränderungen, die im Wesentlichen durch die Entwicklung der Städte und eben damit eines Bürgertums ermöglicht worden ist, mit der Vorstellung, wir haben letztes Mal kurz darüber gesprochen, dass eben ein Mensch durch seine eigene Mobilität sozusagen sein Schicksal selber bestimmen kann. Gut. Ich habe gesagt, der erste Einwand gegen diese Burckhardtsche These ist, dass wir heute nicht mehr in der Weise die Vorstellung haben, dass der Mensch sozusagen ein ganz autonomes Wesen ist. Der zweite Einwand gegen diese Burckhardtsche These ist folgendes, dass man sagen muss, ein Bild ist ein Bild ist ein Bild, ist immer nur ein Bild. Das heißt, es ist eben immer ein semiotisches Zeichensystem und es ist nie einfach ein Abbild einer vorhandenen Realität. Das heißt, jedes Porträt, ganz egal wie mimetisch es oder genau es ist, ja, ist immer ein Bild, es ist immer eine Konstruktion, es ist immer eine bestimmte Vorstellung von einem Menschen und es ist nie einfach ein Abbild, ein objektives Abbild eines Menschen. Und drittens, beinhaltet natürlich diese Burckhardtsche Vorstellung des Porträts, dass durch Mimesis das Wesen des Menschen dargestellt werden könnte. Das würden wir heute auch so, denke ich mir, nie mehr sagen, weil wir sagen würden, wenn ich einen Menschen sehr genau abmale, sodass ich also wirklich mimetisch das darstellen kann, auch wie eine Fotografie, das sagt das eigentlich über das Wesen dieses Menschen unter Umständen nicht sehr viel aus. Also das sind sozusagen diese drei Einwände gegen diese Vorstellung, dass das Porträt in der Neuzeit jetzt wirklich diesen neuen autonomen Menschen darstellen könnte. Wir gehen jetzt ein bisschen zurück, das ist natürlich sehr kurz, aber das geht einfach darum, dass Sie sich da nochmal klar werden können, was überhaupt die Bedeutung dieses Porträt ist, beziehungsweise was die Bedingungen sind, dass sowas wie Porträt überhaupt möglich wird. In der mittelalterlichen Vorstellung, und ich zeige Ihnen jetzt hier zwei völlig beliebige Werke aus der ottonischen Buchmalerei, in der mittelalterlichen Vorstellung wird eine Person vor allem durch ihren sozialen Status bestimmt. Also durch Kleidung, durch Insignien, durch Attribute, die kennzeichnen eine Person. Und das betrifft natürlich vor allem hochgestellte Persönlichkeiten, wie Sie hier sehen, eben die Kaiser. Ein Herrscher, ein König im Mittelalter legitimiert seine Macht nicht über seine individuelle Persönlichkeit, sondern über seine Familie, seine Herkunft, seinen adligen Stammbaum, über die Institution. Und dann ist es eben also die Vorstellung, dass das Gott gegeben ist. Sie sehen bei dem Sakramentar von Heinrich dem II. Die Hand Gottes, die ihn segnet. Also sozusagen diese Vorstellung, dass das Königtum Gott bestimmt ist. Aber es ist nicht, das ist dieser Grundgedanke eines feudalen Systems, es ist nicht die Vorstellung, dass es an der individuellen Persönlichkeit liegt. Und insofern ist ein Porträt in dieser Zeit schlichtweg undenkbar. Plinius Secundus der Ältere hat 77 nach Christus über den angeblichen Ursprung der Malerei geschrieben. Sowohl die Ägypter wie die Griechen behaupten, die Malerei erfunden zu haben. Jedenfalls sei sie aus der Nachzeichnung eines Schatten eines Menschen entstanden. Und zwar gibt es die alte Anekdote, Geschichte, die eben also vielleicht noch weiter zurückgeht, aber jedenfalls bei den Griechen beschrieben worden ist, wie die Malerei überhaupt entstanden sei. Und zwar so, dass es einen Töpfer gegeben habe, der hieß Butades, und seine Tochter, die hatte einen Geliebten, und der Geliebte musste sie verlassen, ist in den Krieg gezogen oder was auch immer.
Und sie hat dann seinen Schatten, den er auf eine Wand geworfen hat, nachgezeichnet, damit sie praktisch sein Bild, sein Aussehen behält. Und Boutades hat das dann praktisch bildhauerisch nachgeformt. Aber das Wesentliche praktisch dieser Geschichte ist, dass die Vorstellung von der Entstehung der Malerei bzw. der Zeichnung bzw. sogar der Skulptur mit dem Porträt verbunden ist, mit der Vorstellung, dass man eben die Erinnerungen an einen Menschen festhalten will. Nun, in Griechenland gab es ja in dem Sinn kein Porträt. Es gab, also Sie sehen hier das sogenannte Porträt von Perikles, es gab Idealbilder, die aber nicht, also es ist der ideale Staatsmann, es ist das Bild, es gibt Typen, der ideale Philosoph, der ideale Dichter, der ideale Staatsmann etc., aber nicht, das hing nicht sozusagen an der Physiognomie eines Menschen. Auch nicht, wo das dann beginnt im Hellenismus, Sie sehen da eine römische Kopie von Sokrates, aber auch da geht man eigentlich nicht davon aus, dass Sokrates so ausgeschaut hat, sondern dass es Zuschreibungen sind, die dann so verbildlicht worden sind. In Rom, da können wir dann tatsächlich von einem Porträt im Sinne von Ähnlichkeit sprechen. Das römische Porträt hat einen ganz anderen Ursprung als das griechische. Es entwickelt sich aus der Totenmaske. Und da geht es wirklich, bei den Römern geht es wirklich um Weiterleben nach dem Tod in der Erinnerung der anderen. Und damit geht es um die individuelle Ähnlichkeit, die man praktisch behalten will. Die Römer haben ursprünglich eben solche Ahnenporträts gehabt, wo sie die Totenmasken ihrer Toten aufgestellt hatten. Und aus dem entwickelt sich ein Porträt in der republikanischen Zeit und dann wieder, hier sehen Sie Vespasian in der Kaiserzeit, wo dann tatsächlich es erkennbare Porträts gegeben hat. Und auch natürlich dann bei den Mumienporträts, die in der spätrömischen Zeit vor allem im ägyptischen, koptischen Bereich auf uns gekommen sind, wo eben, das hängt aber auch, wie Sie sehen, sehr stark mit dem Tod zusammen, wo wirklich jetzt Porträts mit einer sehr genauen Ähnlichkeit dargestellt worden sind. Das heißt, wir werden das immer wieder sehen, in der Antike ist eigentlich bis zu einem gewissen Grad schon fast alles erfunden worden und das geht dann wieder in Anführungszeichen verloren. Also im Mittelalter haben wir diese Form von Porträts nicht und zwar eben nicht, weil die das nicht konnten, das geht nie um eine Frage des Könnens, sondern weil es diesen Vorstellungen überhaupt nicht entsprochen hat. Wir haben dann im Spätmittelalter beginnt allmählich wieder langsam entsteht sozusagen wieder diese Vorstellung eines Porträts. Einerseits sind das Stifterfiguren, Sie sehen das hier, das ist um 1380, wo aber diese Personen eigentlich noch kaum individuelle Züge hatten und es entsteht natürlich als Plastik am Grabmal. Aber auch da sind es selten wirklich jetzt porträtähnliche Züge. Es geht sehr stark darum, auch eben diese, also sozusagen die Erinnerung an eine Person bildlich zu erhalten. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Stellen Sie mal vor, es gäbe keine Fotografien. Also wir haben alle unzählige Fotografien von uns, von unseren Familienangehörigen, von unseren Freunden etc. etc. Ja, also das ist schon, diese Funktion hatte natürlich vor der Fotografie vor allem die Malerei. Wir können dann in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts beobachten, wie langsam sowas wie Porträt entsteht im Tafelbild, als sozusagen alleiniger Bildgegenstand, also nicht mehr gebunden ans Grabmal und nicht mehr integriert als Stifterbild, sondern tatsächlich als Gattung. Und diese Gattung ist natürlich ans Tafelbild, also an das Medium des Tafelbildes gebunden. Und was Sie hier sehen, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass auch hier noch individuelle Ähnlichkeit kaum eine Rolle spielt und dass das absolut beschränkt war auf die höchste Feudalität.
Sie sehen am Rande hier, also möchte ich am Rande dazu gesagt haben, dass Rudolf IV. Von Österreich hier, der war Herzog, aber nie Kaiser. Aber er stellt sich mit einer Kaiserkrone dar. Also hier sehen Sie auch, dass das sozusagen das Porträt unter anderem zu einer fiktiven Überhöhung auch dienen konnte. Nun, wir bewegen uns jetzt in die Niederlande. In den Niederlanden sehen Sie hier auch, wie das sozusagen langsam beginnt. Also wir sind jetzt im frühen 15. Jahrhundert. Und wir haben jetzt hier schon ein Tafelbild, wo aber jetzt auch sozusagen die individuellen Merkmale eigentlich eher in der Schrift festgehalten werden, als dass es jetzt wirklich eine erkennbare Frau wäre. Und dann kommt, und das kommt schon, also ziemlich, also für uns jedenfalls, schlagartig hier niederländisches Porträt um die Mitte der 20er Jahre, um 1425, und da kann man natürlich sagen, wow, plötzlich wirklich ein Porträt, wo also jetzt eine unverkennbare Persönlichkeit individuell dargestellt ist. Dazu muss man auch sagen, was wir nie vergessen sollten, immer wieder vergessen, dass wir natürlich das unglaublich wenig erhalten ist und dass wir bauen faktisch immer Vorstellungen oder Entwicklungsvorstellungen von dem erhaltenen Bestand. Ja? Und es kann sein, das wissen wir nicht, es kann sein, dass dieser Sprung, den ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, dass der de facto nicht so groß war, wie er auf uns jetzt wirkt. Ja? Weil wir unter Umständen, wir wissen es einfach nicht, gewisse Zwischenglieder fehlen unter Umständen. Aber was man schon sagen kann, denke ich, ist, dass diese altniederländische Malerei, Meister von Flemal oder Robert Compin und Van Eyck, dass das wirklich ein wesentlicher Einschnitt ist. Einer dieser Momente in der Kunstgeschichte, wo es wirklich trotz aller Voraussetzungen so etwas wie einen Sprung gegeben hat. Nun, was ist hier neu? Das eine ist, es ist ein autonomes Porträt eines Bürgerlichen. Es ist jetzt nicht mehr Kaiser oder Herzog, sondern es ist ein Bürgerlicher. Es ist sehr wahrscheinlich ein Beamter am französischen Hof gewesen. Und wir haben, was einfach in der Form, also zumindest für uns jetzt wirklich vollkommen neu ist, wir haben eine sehr realistische Wiedergabe des Gesichts, wo nun wirklich die Oberfläche des Gesichts genauestens beschrieben wird, jede Falte, jede Unebenheit, aber auch die Hässlichkeit, wo man also auch das Porträt gar nicht mehr versucht zu idealisieren, sondern wo das Wesentliche ist, ein Individuum als Individuum in seiner Erkennbarkeit darzustellen. Das ist schon, denke ich mir, ein neuer Schritt und ein ganz grundlegender Schritt. Natürlich ebenso und mehr oder weniger gleichzeitig bei Jan van Eyck, der Kardinal Albergatti, oder könnte ich Ihnen auch andere Porträts von van Eyck zeigen. Ich habe Ihnen ein italienisches Beispiel daneben gestellt, weil ich Ihnen sozusagen ganz grob und sehr oberflächlich, aber doch zeigen wollte, was da die Unterschiede sind. Mehr oder weniger gleichzeitig entwickelt sich in Italien und in den Niederlanden dieser neue Realismus, der sich natürlich beim Porträt sehr stark auswirkt. Aber Sie sehen die Unterschiede. Der Niederländer, der geht sehr stark vom Optischen aus, vom Schauen, von der Beschreibung, der sehr genauen, möglichst objektiven Beschreibung einer Oberfläche, also jedes Fältchen an den Augen, alles wird da sozusagen versucht, eben so genau wie möglich und so objektiv wie möglich in seiner Erscheinung darzustellen, wobei das Licht, die Lichtschattenmodellierung hier eine wesentliche Rolle spielt. Beim Italiener, der geht viel stärker sozusagen vom Räumlichen und von der Plastik aus, weniger von der Beschreibung einer Oberfläche. Sie sehen auch, dass van Eyck diesen Albergatti ganz nah an das Auge des Betrachters rückt, wogegen der Italiener, Castagno in dem Fall, eine leichte Untersicht hat, was eine Monumentalisierung des Individuums natürlich mit sich bringt und viel stärker sozusagen vom dreidimensionalen Bau ausgeht. Also der Versuch sozusagen, den Knochenbau des Gesichtes darzustellen und die Dreidimensionalität, die Plastizität darzustellen.
Und es ist natürlich, und das ist auch typisch für die Italiener, eine viel stärkere Idealisierung, eine Verschönerung. Der würde nie jetzt hier so diese Unschönheiten einer Haut, die Bart stoppen etc. in der Form darstellen. Also da sehen Sie bei beiden eine ähnliche Entwicklung, aber halt doch eben dann mit diesen lokalen Unterschieden. Ja, also im 15. Jahrhundert in den Niederlanden ist die Grundlage gelegt für ein bürgerliches Porträt. Das geht im 16. Jahrhundert, geht das weiter. Aber sozusagen die entscheidenden Dinge sind im 15. Jahrhundert in den Niederlanden schon ausgearbeitet worden. Hier möchte ich Ihnen Folgendes zeigen, dass wir die interessante Entwicklung im 16. Jahrhundert haben, dass wir sehen können, dass das bürgerliche oder aber feudale Auftraggeber anders dargestellt werden. Das ist auch methodisch eine interessante Frage, weil für uns ja immer die Frage ist, inwieweit haben Auftraggeber inwieweit spielen die eigentlich eine Rolle für die Kunst? Und da kann man sagen, das ist jetzt, was ich Ihnen zeige, sind zwei Porträts vom gleichen Künstler, Jan Gossard. Die sind auch ungefähr gleichzeitig entstanden, um 1530. Und das eine ist eben ein Edelmann und das andere ist ein Kaufmann. Und Sie sehen natürlich, also man sieht einerseits, dass das derselbe Künstler ist, man sieht eine gewisse Ähnlichkeit und dennoch sieht man die Unterschiede. Man sieht, dass sozusagen dieser Feudalherr vorwiegend durch seine Kleidung, durch diese unglaublich reiche Kleidung und auch durch den Schmuck charakterisiert ist, dass er aber auch eigentlich etwas abstrakter dargestellt ist und mit einem ziemlich abstrakten, einfach farblichen Hintergrund auch, füllt auch faktisch die ganze Fläche, was die Flächigkeit irgendwie eher betont, wohin der Kaufmann stärker in den Raum gerückt ist, stärker die Individualität herausgearbeitet wird, auch mit diesem Blick und natürlich anders charakterisiert ist, nämlich nicht durch fantastische Kleidung und Reichtum, sondern durch das, was er tut. Und dadurch, dass er schreibt, durch das Geld, durch die Federhalter, durch die Briefe etc. Also das ist eine andere, praktisch ein anderer eben bürgerlicher Kontext. Ja, wir haben dann im 16. Jahrhundert vor allem Antonis Mohr, Niederländer, der dann aber an den spanischen Hof gegangen ist und sehr viele höfische Porträts gemacht hat. Das Ganzfigurenporträt ist etwas, was eigentlich für den Hof, für hochgestellte Persönlichkeiten reserviert war. Und Sie sehen auch hier, spätes 16. Jahrhundert, dass das eigentlich, also dass hier die Individualität eher zurückgedämmt wird zugunsten von Kleidung und Pracht und höfischer Repräsentation. Ja, jetzt kommen wir ins 17. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert gehört das Porträt zu den beliebtesten Kunstgattungen. Es hat eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion für dieses neue bürgerliche individuelle Selbstgefühl. Was sehr interessant ist, dass es in der gleichzeitigen Kunsttheorie, zum Beispiel bei Van Mander, bei Hoogstraten, bei Leres, nicht hoch bewertet worden ist. Und zwar genau also deswegen, weil die haben sozusagen hochgehalten, anschließend an die italienische Kunsttheorie, dass das Wesentliche ist die Inventio, also die Erfindungsgabe, und nicht das Dokumentarische, und haben dem Porträt vorgeworfen, das ist ja nur, also da malt man ja nur sozusagen das ab, was man vor sich hat, ohne dass es sozusagen hier die Inspiration eine Rolle spielen würde. Was ich wichtig finde für uns auch wieder methodisch, weil sehr oft Kunsthistoriker faktisch die zeitgenössische Kunsttheorie als Analyseinstrumentarium benutzen und sagen, damals in der Kunsttheorie wurde das so gesehen, also sehen wir das so. Und ich denke mir, das ist zu eng, Kunsttheorie ist wichtig, aber das ist eine Quelle und man muss dann jeweils schauen, wie verhält sich jetzt die Kunsttheorie zur Kunst eigentlich. Und in dem Fall ist es eben sehr interessant, weil das eben total auseinandergeht. Es gibt auch in den Niederlanden noch ein höfisches Porträt. Ich habe Ihnen letztes Mal erzählt, es gab einen Hof in den Niederlanden,
Es gab ihn nicht zwischen 1650 und 72, aber davor und dann wieder danach. Aber der spielte, der war in Den Haag, das waren die Oranier und die haben keine große Rolle gespielt. Aber die haben natürlich Porträts von sich hergestellt und Sie sehen, das bleibt in dieser höfischen Tradition. Meistens ganzfigurig, manchmal auch als Reiterporträt. Es ist erstaunlich, dass die wirklich großen Porträtmaler, die ich Ihnen dann auch vorstellen werde, also die Sie auch kennen, Rembrandt, Hals und so weiter, nicht für den Hof herangezogen worden sind, sondern eher konventionellere Künstler. Aber diese Porträts, das muss man vielleicht dazu sagen, wurden kopiert und sie wurden auch in der Grafik reproduziert und es gab sehr viele Bürger, die sich das dann praktisch als Kopien ins Haus hingen oder es gab Institutionen, wo die hingen, um sozusagen die Loyalität dem Hof gegenüber zu belegen. Ich zeige Ihnen hier nochmal auch eine praktisch Gegenüberstellung eines höfischen Porträts von Honthorst und dann eben Franz Hals, ein bürgerliches Porträt. Und da sehen Sie, wie viel stärker ja, das bürgerliche Porträt eben auf diese Form von Individualität abhebt gegenüber dem höfischen Porträt. Nun, nach dem Waffenstillstand von 1609 kommt eben dieses bürgerliche Porträt in den Niederlanden wirklich zur vollen Blüte. Und die bürgerliche Elite, die lässt sich jetzt porträtieren. Es gibt Einzelporträts, es gibt sehr viele Ehepaarbildnisse, vor allem Pendantbilder, es gibt Familienbilder. Also man kann eigentlich sagen, und das ist jetzt nicht nur das wirklich ganz reiche Bürgertum, sondern es geht weit in die Mittelschichten, dass dort eigentlich in jedem Haushalt sehr viele Porträts hingen, und zwar nicht nur von ihnen und von ihren Frauen und Kindern, sondern auch von ihren Eltern, also die haben sozusagen dann auch versucht, durchaus auch ihre Familie hier irgendwie festzuhalten. Die Porträts unterlagen durchaus festgelegten Normen und Konventionen. Das betrifft vieles, das betrifft einerseits den Bildausschnitt, also man weiß, dass das vorher mit dem Auftraggeber auch ausgemacht worden ist, soll das nur das Gesicht sein, soll das ein Brustbild sein, soll das ein Kniestück sein. Und das verändert natürlich die Bedeutung. Es ist ganz klar, dass ein Bild, was mehr oder weniger auf das Gesicht fixiert ist, anders ist, als wenn ich ein Kniestück habe oder ein Halbfigurenbild, wo die Arme und damit die Gestik faktisch hereinkommen. Also das heißt, das ist natürlich klar, dass da große Unterschiede sind, aber es ist interessant zu sehen, dass das eben ganz bestimmten Konventionen eigentlich unterlegen ist. Hier ein Bild von Rembrandt, von dem Solmans, es ist ein ganz seltenes Bild eines Bürgerlichen, was ganz figurig ist. Und die Ganzfigurigkeit, das ist natürlich auch typisch für das ganz reiche holländische Bürgertum, signalisiert diesen neuen Stolz des Bürgertums, dass es sich eben wie ein Feudalherr ganz figurig hier präsentiert. Im Prinzip geht es sehr stark um die Repräsentation von Selbstbewusstsein, durchaus auch von Reichtum, aber nicht wie im Allgemeinen nicht wie bei Hofe, sondern es geht schon auch darum, bürgerlich sozusagen Zurückhaltung zu zeigen, ein gewisses Maß. Aber es geht natürlich vor allem darum, die Bedeutung der Persönlichkeit darzustellen. Und dazu dient eben also das jeweilige Bildformat, die Kleidung, die Haartracht, die Gestik, die Attribute. Also das ist, und das sind eben eigentlich, war das weitgehend, also das war jetzt nicht festgelegt im Sinn von Normen, aber es war sozusagen klar, dass es hier diese, also ein gewisses Normensystem gab. Umgekehrt ist so, dass es eben versucht worden ist, also wirklich die Individualität darzustellen und dass man sich da auch nicht gescheut hat von einer gewissen Hässlichkeit. Also Sie sehen hier Bartholomäus van der Halst, einer der bedeutendsten Porträt- und Gruppenporträtmaler der Zeit, der jetzt hier diesen Gerhard Bicker, der aus einer der reichsten holländischen Familien stammt, sehr selbstbewusst darzustellen, aber der schönt ihn nicht unbedingt. Also er macht ihn, denke ich mir, nicht dünner, als er war. Ja.
Dann gibt es auch, selten, aber auch das Porträt Historier. Das ist eigentlich etwas, was aus dem, also durchaus aus der feudalen Tradition, aus der höfischen Tradition kommt. Dass nämlich zum Beispiel eine Familie gibt einen Auftrag und sagt, wir möchten jetzt dargestellt werden als, in dem Fall Paris, Venus und Amor. Und das ist natürlich, also das ist Bild ist von Ferdinand Bohl, das ist auch jemand, der dann bald, also in Richtung Klassizismus gegangen ist, wo sich also sozusagen eine, also wo das, also das Individuelle natürlich auch sehr stark zurückgenommen worden ist und man eben in so eine antikisierende Inszenierung geschlüpft ist. Was wir beobachten können, ist, dass gegen Ende des 17. Jahrhunderts dieser Klassizismus verstärkt Fuß fasst und also vor allem bei Bohl, aber auch hier bei Maas eben durchaus sehr repräsentative, eigentlich höfisch anmutende Porträts dargestellt werden, wo sozusagen diese, also diese, dieses spezifisch Bürgerliche eigentlich wieder zurückgenommen wird. Ich habe Ihnen gesagt, dass es sehr viele Pendant-Bilder gab, also es gab sehr, sehr häufig ein Ehepaar, was sich entweder nach der Heirat oder später darstellen ließ, das sind meistens zwei Tafeln, die aber aufeinander Bezug nehmen und wo eigentlich immer also das Bild des Mannes links ist. Das liegt daran, dass man faktisch vom Bild aus denkt, also sozusagen und da wäre das sozusagen rechts, aber es hat auch etwas damit zu tun, dass das muss offensichtlich kulturell mit unserer Schreibrichtung von links nach rechts zusammenhängen, dass Figuren, die von links nach rechts schauen oder von links nach rechts gehen, dass das einen aktiveren Effekt hat als umgekehrt. Sie können das sehr leicht ausprobieren, indem Sie Dias sozusagen oder Bilder einfach seitenverkehrt anschauen. Das ist ein erstaunlicher Effekt. Und das hat damit eben, und auch deswegen ist es so, dass eigentlich die Männer immer links sind und sozusagen von links nach rechts schauen und damit den aktiveren Part haben, wogegen die Frauen praktisch von rechts nach links dargestellt sind. Ja, hier nochmal ein Pendant-Bild von Franz Hals, einem der absolut bedeutendsten Porträtmaler seiner Zeit um 1650. Und Sie sehen, dass die jetzt ganz stark, also zwei Bilder sind, die aber trotzdem unglaublich stark aufeinander Bezug sind, nehmen und unglaublich lebendig dargestellt werden. Es gibt gewisse Gesten, also es gibt auch eine gewisse Geschlechterdifferenzierung, wobei die Frauen durchaus als eigentlich gleichwertig dargestellt werden, aber bestimmte Gesten für sie für undenkbar sind, zum Beispiel ist es undenkbar, sie so darzustellen mit dem, also mit den in der Hüfte aufgestemmten Arm, das ist eine Geste, die einfach männlich kodiert ist und nur Männern zusteht und Selbstbewusstsein und Selbstbehauptung signalisiert. Hals, also das sehen Sie hier ja auch schon sehr deutlich, hat diese phänomenale Malweise, die, also wenn Sie sich dieses Gewand, das ist natürlich im Original noch viel extremer, dieses also hingeworfene, diese unglaublich lebendige Malweise, wo dann auch die Figuren halt unglaublich lebendig ausschauen. Das Porträt steht ja eigentlich an der Schwelle zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, also es ist ja was Privates, aber es wird eigentlich öffentlich, es wird ja auch öffentlich ausgestellt, das heißt, man zeigt eigentlich, wie man gesehen werden will. Und es ist interessant, dass hier sogar innerhalb des Hauses manchmal eine Differenzierung zu sehen ist im Grade der Privatisierung. Also ich zeige, was ich Ihnen hier zeige, ist von Franz Hals zweimal der sehr reiche Kaufmann Wilhelm von Haldhäusen,
der sich zweimal von Hals hat porträtieren lassen, beides hing in seinem Haus. Und zwar das sehr repräsentative, eben auch stehende, wieder mit dem in die Hüfte gestützten Arm, das war sozusagen in der Eingangshalle, das war sozusagen das repräsentative Selbstporträt. Unglaublich, also eben auch hier sozusagen sehr überhöhend, ganz figurig mit dem Degen, der mir gar nicht zusteht als Kaufmann, mit diesem enormen roten Vorhang, also das sind so überhöhende Attribute in der schwarzen Kleidung. Und dann auf der anderen Seite Heidhäusen ganz privat. Das war dann oben in seinen privaten Gemächern, wo es sich anders gibt, ja? Nämlich leger, anders gekleidet, mit Schaukeln sozusagen auf dem Stuhl, also sozusagen bewusst privat und nicht in der Weise repräsentativ. Also da sehen Sie auch, dass man, also die Möglichkeiten einer Selbststilisierung, die eben durchaus unterschiedlich sein konnte. Hier auch wieder ein Bild von Franz Hals, der Mann mit dem Schlapphut, also da weiß man nicht genau, wer das jetzt eigentlich war. Und da sehen Sie viele, viele Elemente, die so unglaublich typisch sind für diese Porträtkunst von Franz Hals, dass er, und das ist schon sehr speziell und es ist eigentlich auch neu bei ihm, denken Sie an vorher die Bilder, die ich Ihnen aus dem 16. noch gezeigt habe, das ist jetzt nicht mehr der Versuch, stillgestellt möglichst genau Menschen zu erfassen, sondern es ist die Auffassung, dass ein Mensch in der Zeit ist und dass ein Mensch in Bewegung ist und dass ein Mensch ständig sich ändert. Jede Sekunde ändert sich etwas. Ja? Also dieses neue Gefühl, was natürlich auch dem 17. Barock auch sehr entspricht, aber dieses neue Gefühl von Zeit und in der Zeit sein und in der Bewegung sein, also dass man gar nicht genau sagen kann, der Mensch ist so und so, weil er so und so ausschaut, sondern dass der sich immer verändert. Und bei Hals ist das Geniale natürlich, dass er das wirklich, also nicht nur motivisch so darstellt, Schaukelstuhl oder der sich jetzt so zurücklehnt und uns anschaut, sondern dass das künstlerisch umgesetzt wird, bis in den Pinselstrich, ja, in diesen total offenen Pinselstrich, was nur, also gerade wenn man das im Original sieht, ist das ja teilweise wirklich nur noch so hingefetzt, ja, wo man eben sieht, es ist immer alles in Bewegung, es ist alles ein Prozess, dass das in der Form umgesetzt wird. Es gab damals faktisch auch, also dieses so ein Diktum, dass ein Porträt so lebendig ist, dass nur noch die Sprache fehlt. Also das war eigentlich das höchste Lob, dass ein Porträt so lebendig dargestellt ist, dass man es eigentlich denken könnte, man hat diesen Menschen vor sich, es fehlt nur noch die Sprache. Und diese Form, also sozusagen, dass das Sprechen versucht wird zu visualisieren, das ist etwas, woran auch Rembrandt gearbeitet hat. Rembrandt, der natürlich auch ganz großer Porträtist ist. Und Sie sehen einerseits die Verwandtschaft zu Hals, aber dann doch eben wie anders das dargestellt ist. Sie sehen hier jetzt eine Radierung von Rembrandt von Jan Cornelius Silvius. Das ist eine sehr geniale Konstruktion. Sie sehen, dass der jetzt sozusagen in dieses Rund hineingesetzt wird, wo wir in einen Bildraum eigentlich hineinschauen und dass das beschriebene Blatt, was vorne ist, gleichsam die Trennwand ist von zwei Bildräumen. Also Sie sehen den Schatten der Hand, der also praktisch, also der Schatten, das ist, dadurch haben wir das Gefühl, dadurch, dass die Hand da rauskommt, haben wir den Eindruck, die Hand geht in unseren Bildraum, also aus dem Bildraum heraus, in unseren eigenen Raum hinein. Und es ist natürlich auch eine sehr geniale Verbindung von Schrift und Bild. Das heißt, wir sehen und lesen, was Silvius spricht. Und dennoch ist eben der Versuch, Sprache zu verbildlichen, ist etwas, was Rembrandt, wir werden das immer wieder sehen, unglaublich wichtig war. Aber es ist eben nicht, es ist eben ganz anders wie bei Hals. Also bei Rembrandt geht es
nicht um dieses Momenthafte, ja, sondern es ist eigentlich eher Silvius, der spricht, aber das Sprechen gehört zu Silvius. Also es ist eher so etwas Statisches, was er hier darstellen will. Nun, in diesem Blatt wendet sich der Porträtierte ja direkt an den Betrachter. Es gibt aber Porträts von Rembrandt, die sich gar nicht an den Betrachter wenden, sondern im Gegenteil überhaupt keine Notiz vom Betrachter nehmen, wie hier das Porträt von Jan Six von 1646. Sie sehen, Jan Six war ein Literat und ein Freund von Rembrandt, steht hier in einem abgedunkelten Interieur an das offene Fenster gelehnt und dieses gleißend helle Licht kommt von außen und fällt auf seine Haare, aber eigentlich auch noch auf sein Gesicht und auch auf den Text, den der bewusst ins Licht hält. Also hier liest der Porträtierte selbst. Wir können jetzt hier diese Worte nicht entziffern, aber Jan Six ist ganz in dieses Lesen vertieft. Und was das vermittelt, ist natürlich Ruhe, Stille, Konzentration, Privatheit und Intimität. Es ist aber keine Zeichnung, es ist auch kein Ölgemälde, es ist eine Radierung. Was ja erstaunlich ist, also wenn jetzt hier so, dass so etwas ganz Intimes dargestellt ist, dass das gleichzeitig eine Radierung ist, also veröffentlicht wird. Also das heißt, die Grafik ist ja ein reproduzierbares Medium, was eben für die Öffentlichkeit bestimmt wird. Das heißt, dass hier Privatheit und Intimität öffentlich gemacht werden und dass sie aber auch eigentlich als ein genuin bürgerliches als ein genuin bürgerlicher Wert praktisch produziert wird. Also Rembrandt, indem er solche Arbeiten macht, produziert auch so etwas wie Privatheit und Intimität. Rembrandt war, wie Sie alle wissen, ein sehr anerkannter Porträtmaler, aber er hat natürlich ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Er war eigentlich der einzige Künstler im 17., der wirklich in allen Gattungen gearbeitet hat. Wir werden das ihm ja immer wieder begegnen. Anders als Franz Hals. Franz Hals hat wirklich nur als Porträtmaler gearbeitet, Porträts und Gruppenporträts. Er hat einerseits sehr berühmte Menschen, wie hier Descartes, dargestellt. Er hat aber dann auch Kinder gemalt. Er hat Einzelporträts gemacht, Familienporträts, Gruppenbilder. Er hat auch, und das ist etwas, was hier auch mit gewissen Voraussetzungen, aber eigentlich neu entstanden ist, das sogenannte Genreporträt. Das Genreporträt ist eigentlich eine Art, ist kein Porträt im Sinn von, dass es jetzt einfach auf Auftrag entsteht und eine bestimmte Persönlichkeit darstellen soll, sondern es ist praktisch wie eine Art Mischung von einem Genrebild, also einer anonymen Person und einem Porträt. Also Sie sehen hier diese sogenannte Zigeunerin und diese Malebabbe. Die Malebabbe, vielleicht hat so eine Frau existiert, aber es ist sicher nicht jetzt faktisch eine Art von Auftrag gewesen. Es gibt in den Niederlanden einen Ausdruck, nämlich Tronje, und das heißt eigentlich Gesicht. Und das war in den Niederlanden ein sehr beliebtes Genre, was einfach darauf hinweist, dass überhaupt das Interesse an sowas wie individuellen Gesichtern oder Individualität einen großen Wert hatte. Es gibt dann auch Werke wie hier von Michael Schwerz, dieser Junge, wo man einfach auch gar nicht weiß, ist das einfach ein Junge, den er gesehen hat und auch vielleicht auch weiter sozusagen imaginiert hat, oder ist das jetzt wirklich war das ein Porträtaufgabe, das weiß man nicht. Es gibt noch eine Künstlerin, die in diesem Genre von Genreporträt brilliert hat, und zwar Judith Lester. Judith Lester war sehr wahrscheinlich Schülerin von Franz Hals und hat sehr viele vor allem Genreporträts gemacht und sehr viele Kinderbilder, die außerordentlich bedeutsam sind. Was bemerkenswert ist bei Judith Lester, ist, dass sie
einerseits eine sehr bedeutende Künstlerin war, in ihrer Zeit auch sehr anerkannt war. Und dann, und das ist eben eine Sache, die uns auch immer wieder begegnen wird, da sie eine Frau war und kein Mann, einfach von der Kunstgeschichte vergessen, in Anführungszeichen vergessen worden ist. Das war in ihrem Fall besonders aufschlussreich, weil sie hat ihre Bilder deutlich signiert. Sie hat nämlich Judith, also J.L. geschrieben und einen Stern im Sinn von Judith Lester, Judith Leitstern. Also sie wurde damals schon als Leitstern bezeichnet und hat so signiert. Das heißt, es war sozusagen eine unverkennbare Signatur. Aber was geschehen ist, ist, dass innerhalb der Kunstgeschichte, also im Laufe eigentlich des 19., späten 18., dann 19. Jahrhunderts, die Figur von Judith Lester vollkommen sozusagen vom Erdboden verschwunden ist und ihre Werke, die ja also weiter existiert haben, unterschiedlichen Künstlern zugeschrieben worden sind. Die besten wurden im Allgemeinen Franz Hals zugeschrieben, dann wurden sie dem Bruder von Franz Hals zugeschrieben, dann wurden sie anderen Künstlern zugeschrieben und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es kein einziges Werk mehr von Judith Lester und der Name war verschwunden. Und erst dann, also eigentlich im späten 19. und dann im frühen 20. wurde das Oeuvre wieder rekonstruiert und die erste Monographie gab es dann von Frima Foxhoff Richter in den 80er Jahren, erst des 20. Jahrhunderts, wo die sozusagen aus ihrer Verdrängung wieder hervorgeholt worden ist. Und es ist erstaunlich, wenn man das sieht, also hier ein Selbstporträt von Judith Lester, wo sie ja unglaublich selbstbewusst sich hier selber als Künstlerin darstellt. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt, nämlich zum Selbstporträt. Wir haben zu wenig Zeit, dass wir jetzt sozusagen die Geschichte des Selbstporträts genau nachzeichnen. Also deswegen nur ein paar Bemerkungen. Die Gattung des Selbstporträts entsteht in der frühen Neuzeit und als isoliertes Tafelbild setzt es natürlich das Porträt voraus. Ja? Aber die Voraussetzung für ein Künstler-Selbstporträt ist die Selbstwahrnehmung, ein Künstler zu sein. Im Mittelalter gab es keine Selbstporträts jetzt im eigentlichen Sinn, aber es gab doch immer wieder Künstlersignaturen. Also das gab es mehr, als man, denke ich mir, als man so im Allgemeinen wahrnimmt. Die schauen halt irgendwie anders aus, wie zum Beispiel hier. Ich zeige Ihnen hier aus dem Gottesstaat von Augustin von 1140 der Schreiber und Zeichner setzt sich hier ziemlich selbstbewusst an die Stelle des Evangelisten Markus. Also wir haben hier nicht, was man glauben würde, jetzt ein Porträt von Markus, dem Evangelisten, vor uns, sondern der Schreiber und Zeichner zeichnet sich selbst und beschreibt sich auch, nämlich als Hildebertus mit seinem Gehilfen Evavinus. Und es gibt einen Text, also das sehen Sie hier, also an dem Evangeliar stehen nicht wie sonst praktisch die Anfangsbuchstaben des Evangeliars, sondern es steht etwas außerordentlich Profanes auf Latein, nämlich Pesse memus, sepius me provocat ad iram ut te deus perdat. Das heißt, er ärgert sich über diese Maus, die während er nämlich dieses Evangelium abschreibt, seinen Käse auffrisst. Und er sagt, Pesse me mus, also du miserable Maus, ja, immer provozierst du mich zum Zorn, möge dich Gott zerstören, perda. Und das ist schon natürlich auch eigentlich unglaublich witzig. Aber es zeigt von einem Selbstbewusstsein eines Schreibers und eines Zeichners. Und wir haben im Mittelalter einige solche sozusagen gezeichneten oder gemalten Künstlersignaturen, die jetzt nichts mit Porträtähnlichkeit zu tun haben, aber die doch sowas darstellen wie ein gewisses Künstler-Selbstbewusstsein, dass sie sich da selber praktisch darstellen.
Eine der frühesten Selbstbildnisse findet sich im Medium der Plastik, nämlich in dieser Büste von Peter Parler, der sich sehr selbstbewusst neben die Büste von Kaiser Karl IV. Im Veitsdom im Triforium hier verewigt hat, um 1360 bis 80. Im Medium der Tafelmalerei ist es sehr wahrscheinlich doch wieder Van Eyck, der hier das erste Selbstporträt gemacht hat, der Mann mit dem Turban. Also man nimmt an, man kann das ziemlich genau, denke ich mir, belegen, dass das in der Tat ein Selbstporträt sein soll. Es gibt natürlich auch die Arnolfini-Hochzeit, das kennen Sie, wo im Spiegel drin dieses Männchen zu sehen ist und steht Johannes de Eyck voor Tieck, also wo sozusagen Van Eyck sich sehr bewusst in das Bild als Künstler einschreibt. Nun, im Selbstporträt können natürlich jetzt ganz unterschiedliche Aspekte verhandelt werden. Also es kann so sein, dass ein Selbstporträt einfach das eigene Studienobjekt ist, wo man Dinge studiert, ein Künstler Dinge studieren kann im Spiegel, die er dann für andere Bilder zum Beispiel auch braucht. Es kann die Selbstrepräsentation als Künstlersubjekt sein. Es kann die Thematisierung sein des des Künstlers in der Gesellschaft. Es können Selbstimaginationen sein. Es kann die künstlerische Reflexion über den Malprozess sein. Es kann eine Auseinandersetzung sein mit dem eigenen Ich oder mit der eigenen Biografie. Aber ein Selbstporträt kann auf jeden Fall sehr unterschiedliche Dinge sein. Ich konzentriere mich jetzt auf den Künstler, der die meisten Selbstporträts gemacht hat, und das ist natürlich Rembrandt. Ich verweise Sie, es gibt sehr viel, ich habe Ihnen die Literatur ja auch angegeben, also im Moodle. Ich möchte Sie auf eine besonders aufmerksam machen, die ich einfach immer noch sehr gut finde, von Perry Chapman, Rembrandt Self-Portraits, A Study in 17th Century Identity. Ja. Rembrandt, also nur ganz kurz zu den Lebensdaten, 1606 bis 69, in Leiden ursprünglich geboren, dann in Amsterdam. Rembrandt war in Amsterdam bei Lastman als Historienmaler ausgebildet worden. Er hat dann in allen Gattungen gearbeitet, also wir werden ihm auch immer wieder begegnen. Aber er ist nicht eben wie Franz Hals nur ein Porträtist gewesen. Dass er als Historienmaler ausgebildet war und nicht als Porträtmaler, ist wichtig, weil er von der Historienmalerei zum Selbstporträt kam und nicht vom Porträt zum Selbstporträt. Das heißt, er hat schon vor seinen Porträtaufträgen sehr viele Selbstporträts geschaffen. Es war in Holland durchaus üblich, dass Maler von sich ein Selbstporträt machen, also gleichsam auch einfach als Dokument ihres eigenen Aussehen, wo jetzt einfach die Erkennbarkeit der Person auch im Vordergrund stand. Und so könnte man das sozusagen, eines dieser sehr frühen Rembrandt-Radierungen könnte man so vielleicht auffassen. Aber es gibt dann schon sehr früh ganz andere Selbstporträts von Rembrandt, wo ich Ihnen hier jetzt einige zeige, um 1630, also sehr früh, entstandene Radierungen, die nun sehr stark von der niederländischen Tradition des Selbstporträts abweichen, weil, das sehen Sie, sie zeigen jetzt Rembrandt immer in einem ganz bestimmten Affekt, also mit offenem Mund, völlig erstaunt oder in Erregung oder im Schmerz oder mit gerunzelter Stirn, verärgert, irritiert. Also das heißt, es sind immer Affekte, die hier dargestellt werden, die natürlich jetzt eben, also wo es jetzt ihm eigentlich um die Darstellung von Affekten geht und von Leidenschaften und nicht unbedingt um jetzt sozusagen um porträthafte Wiedererkennbarkeit. Die Forschung hat im Allgemeinen angenommen, dass Rembrandts, also diese Radierungen vor allem sozusagen Studien gewesen seien für seine Historienbilder.
Chapman hat dem eben mit Recht widersprochen und ich meine, also dass sie da Recht hat, weil allein die Tatsache, dass das keine Zeichnungen sind, sondern dass das Radierungen sind, zeigt ja, dass das jetzt nicht einfach Studien waren, die Rembrandt für sich selbst gemacht hat, sondern dass das durchaus von Anfang an für den Verkauf konzipiert war. Ja, die Beschäftigung mit sich selbst und mit der eigenen Psyche, die sich also in diesen Selbstporträts dokumentiert, ist für uns vielleicht ziemlich selbstverständlich. Aber das ist etwas, was damals eigentlich so wirklich angefangen hat. Und parallel zu den Selbstporträts, analog, können wir in der Literatur sehen, dass die Autobiografie entstanden ist. Ich möchte jetzt hier verweisen auf die Autobiografie von Huygens. Konstantin Huygens, der war Sekretär von Friedrich Hendrik, also vom Statthalter, war einer der gebildetsten Männer in den Niederlanden und hat schon sehr früh auch sehr positiv über Rembrandts Kunst geschrieben. Und der hat selber eine Autobiografie geschrieben. Also das, ich denke mir, das ist eigentlich die Parallelaktion in der Literatur. Also das heißt, es geht um das Bewusstsein der eigenen Individualität. Natürlich steht sozusagen die Möglichkeit, dass es so etwas gibt wie Selbstporträts oder eben Autobiografien in dieser gesamten gesellschaftlichen Entwicklung. Das heißt, Rembrandts Selbstporträts sind nicht einfach durch Rembrandts Genie zu erklären und auch nicht nur durch eine künstlerische, immanente künstlerische Entwicklung, dadurch natürlich, also sowieso auch, aber eben nicht nur. Diese Selbstporträts entstanden in Holland, das ist kein Zufall, liegt daran, dass das eben eine, wie wir das letzte Stunde gesehen haben, eine protestantische Republik war. Es wäre undenkbar eigentlich in Ländern, in denen die katholische Kirche und der Feudalismus herrschten. Dort gibt es zwar Künstler, die Selbstporträts gemacht haben, aber das sind dann neben einzelne Bilder, ja, die sich unter vielen anderen gemacht haben, aber nie im Leben so wie Rembrandt, der ja also an die 80 Selbstporträts gemalt hat. Das heißt, Rembrandts Selbstporträts sind nicht einfach Ausdruck seiner Individualität, sondern in seinen Selbstporträts kommt der Diskurs über Individualität, der eben ein Diskurs der Neuzeit ist, bildlich zum Ausdruck. Und er kommt nicht nur zum Ausdruck, sondern das Bewusstsein von Individualität wird durch diese Selbstporträts mitgeformt. Also das heißt, natürlich, einerseits sind eben Rembrandts Selbstporträts nicht denkbar ohne diesen gesamten gesellschaftlichen Kontext, aber er hat mit diesen Selbstporträts auch so etwas geschaffen, produktiv geschaffen, wie eine Wahrnehmung von Individualität oder Privatheit oder psychischen Strukturen. Also das heißt, das ist sozusagen eine Interaktion. Nun, Rembrandt hat am Anfang eben diese sehr expressiven Selbstporträts gemacht. Er hat auch mehrere Selbstporträts gemacht, die so ausschauen wie dieses, was ich Ihnen hier zeige, von auch relativ früh, 1628. Nämlich ein Selbstporträt, was nicht einen bestimmten momentanen Affekt zeigt, sondern ganz introspektiv ist, mit ganz stark verschatteten Augen. Ich zeige Ihnen sozusagen im Vergleich Jan Lievens. Jan Lievens war ein Kollege von Rembrandt, der mit ihm bei Lastmann studiert hat, dann eine Weile in Leiden mit Rembrandt die Werkstatt geteilt hat und dann aber eine ziemlich andere Entwicklung genommen hat, aber eigentlich ein sehr bedeutender Künstler ist. Und ich finde es interessant zu sehen, wie dieser Jan Lievens Rembrandt porträtiert und wie Rembrandt sich eben selbst porträtiert. Und also wie die sozusagen dieses Selbst und Fremd blicken, wie das sich durchaus unterscheidet. Und hier diese Bilder von Rembrandt mit diesen stark verschatterten Augen,
Das ist schon auch natürlich sehr spannend. Es wirkt bis zu einem gewissen Grad provokativ, weil man ja, also weil die Augen, dieser, also das schon Van Mander hat das gesagt, und das, dass man durch die Augen praktisch die Seele des Menschen sieht, dass das praktisch das Spiegel der Seele ist. Und hier versuchen wir sozusagen in Rembrandts Augen zu schauen, wir versuchen in seine Seele sozusagen, in seiner Seele zu lesen, aber das wird uns eigentlich verunmöglicht. Und es ist eine Art Umkehrung, also wir wollen eigentlich ihm in die Augen schauen, aber wir haben das Gefühl, dass er uns eigentlich anschaut. Ja? Also wir fragen uns, wer schaut eigentlich hier wen an, und wir fragen uns natürlich auch, dann ist eben, ist denn das Innere eines Menschen also durch die Augen eigentlich sichtbar? Rembrandt versucht hier sehr stark, was ihm sozusagen prinzipiell ein Anliegen ist, das Unsichtbare, das Nichtbare, das Nichtsichtbare sichtbar zu machen, und verweist aber sozusagen eben auf etwas, was durch diese Verschattung, was nicht sichtbar ist, was eine Art Geheimnis ist. Ich habe vorher darüber gesprochen, dass in der Kunsttheorie das Porträt nicht angesehen war als Gattung, weil man dem Porträt genau das vorgeworfen hat. Man hat gesagt, das zeigt nicht das Innere eines Menschen, das zeigt ja nur die sozusagen die Mimesis und das Äußere. Und Rembrandt versucht genau das, er versucht das Innere eines Menschen oder das Innere von ihm sozusagen, aber als etwas Unsichtbares sichtbar zu machen. Also er, was er sozusagen macht, ist, dass er sich eigentlich, er entwirft natürlich damit auch eine gewisse Künstlerkonzeption. Der Künstler, der als eigentlich ein, als Melancholiker gesehen wird, wo für die Melancholie immer diese verschatteten Augen symptomatisch sind. Er versucht sich als genialen Künstler zu zeigen, der eben etwas Geheimnisvolles hat und der das Unsichtbare sichtbar machen kann. Es gibt aber vollkommen andere Selbstporträts von Rembrandt, die jetzt nicht sozusagen die Physiognomie des Malers thematisieren, sondern die eigentlich die Problematik der Malerei thematisieren, also die Problematik des eigentlichen künstlerischen Prozesses thematisieren. Also Sie sehen hier Rembrandt, dieser eigentlich winzige Künstler, der dieser riesigen Leinwand gegenüber steht. Wir wissen nicht, ob diese Leinwand leer ist oder ob da irgendwas drauf ist, es entzieht sich. Wir sehen nur sozusagen die Rückwand dieser Leinwand, die unglaublich dunkel ist und durch diese Dunkelheit etwas sehr Unheimliches hat. Also eigentlich ist es eher so diese, ja, diese Problematik eines Künstlers, also der vor einer weißen Leinwand steht, sehr wahrscheinlich einer leeren Leinwand, wir wissen es nicht. Wir können uns vorstellen, so wie für uns manchmal als Wissenschaftler, wir sitzen vor einem leeren Blatt und also diese ganze Problematik sozusagen eines künstlerischen Prozesses wird hier dargestellt. Ja, in der ersten Amsterdamer Zeit, also das ist etwa von 1631 bis 40, sind Rembrandts Vorbilder vor allem Rubens und Tizian. Er ist damals auf dem Höhepunkt seines Ruhms gestanden als Porträtmaler und er hat unglaublich viele Porträtaufträge bekommen, und dieses Selbstbewusstsein, was er dadurch erlangt hat, schlägt sich in seinen Selbstporträts nieder. Ich zeige Ihnen hier ein Selbstporträt von Rembrandt mit einer Goldkette. Das ist die Kette des goldenen Vlieses. Und als Vergleich zeige ich Ihnen Rubens, ein Selbstbildnis von Rubens. Und wir müssen uns fragen, was hat denn diese Kette auf sich? Und diese Kette ist die Kette des goldenen Vlieses, die nur Adligen verliehen worden ist oder Menschen, die geadelt worden sind. Rembrandt ist nie geadelt worden, der ist, stammt nicht aus dem Adel. Was hat das jetzt eigentlich zu bedeuten, Rembrandt? Es gibt mehrere solche Selbstbildnisse mit dieser Kette. Und es ist schon, denke ich mir, ja, so ein Statement, wo Rembrandt sozusagen sagt, als bürgerlicher Künstler, mein Adel resultiert nicht aus irgendeiner adligen Herkunft und ich brauche auch keine, ich muss nicht geadelt werden. Mein Adel liegt sozusagen an meiner individuellen künstlerischen Leistung.
und daraus beziehe ich sozusagen meine eigene, also ich adle mich sozusagen selbst durch meine eigene künstlerische Leistung. Das ist natürlich eine zutiefst bürgerliche, antihöfische Auffassung. Und hier möchte ich Ihnen noch eines der berühmtesten Rembrandtschen Selbstporträts zeigen, die eben dieses neue Künstlerkonzept nochmal demonstrieren. Das ist dieses sehr berühmte Selbstporträt mit 34 Jahren und ich zeige Ihnen die dazugehörige Radierung. Und ich möchte Ihnen zeigen, auf was dieses Selbstporträt beruht. Also das hat verschiedene Quellen, die Rembrandt praktisch zusammengefasst hat. Und zwar ist das einerseits hier Raphael Castiglione. Dieses Bild von Castiglione hat Rembrandt sehen können in Amsterdam. Und er hat das gezeichnet, also diese Zeichnung ist überliefert. Sie sehen, dass der schon in der Zeichnung das ziemlich verändert hat, indem er diesen Hut viel schräger gemacht hat und sozusagen viel mehr Bewegung hineingebracht hat und auch nicht mehr diese Form von Idealisierung da ist. Aber immerhin, also das eine ist eben hier durchaus Raphael, das andere ist, dass Rembrandt hier dezidiert auch auf Dürers sehr berühmtes Selbstporträt hier zurückgegriffen hat und sich eben wie Dürer jetzt hier in dieser Art Renaissance-Dreieckskomposition darstellt. Und das Letzte ist durchaus auch Tizian, das Bild von Tizian von Ariost, von dem Dichter Ariost, wobei man nicht ganz mehr sicher ist, ob das wirklich Ariost ist, aber damals wurde das sehr wahrscheinlich dafür gehalten. Und da sehen Sie, dass diese unglaublich selbstbewusste Position mit dem Arm auf der Brüstung und dem Blick sozusagen zum Betrachter gewendet, dass das hier durchaus mit diesem Tizian zusammenhängt. Rembrandt war ja nie in Italien, im Unterschied zu fast allen Zeitgenossen. Huygens hat ihm das auch vorgeworfen, aber er hat sich intensivstens mit italienischer Kunst und vor allem eben mit Tizian beschäftigt. Er hat sehr viel, hat eine riesige Kunstsammlung gehabt von italienischer Grafik. Also da hat er hat sich da sehr damit auseinandergesetzt, aber das eben in seine niederländische Kunst übersetzt. Und Sie sehen, dass hier er im Unterschied sozusagen zu den Italienern die Prächtigkeit der Farben reduziert und der Kleidung reduziert und der Fokus liegt ganz stark auf Rembrandts Gesicht. Diese Zentralität des Gesichts wird natürlich durch die Lichtführung betont. Also das Gesicht leuchtet sozusagen auch durch diese Rahmung von schwarzem Barett und sehr dunkler Kleidung noch stärker. Rembrandts Blick fixiert den Betrachter und das ist nicht etwas, was sozusagen automatisch durch den Spiegel entsteht, also nur sozusagen durch entsteht, sondern er betont dieses Anblicken des Betrachters, indem er hier die Stirn ein bisschen kräuselt, sodass man das Gefühl hat, dass er sozusagen kritisch bewusst den Betrachter selber fixiert. Das heißt, in Summe bewirkt diese ganze Inszenierung den Eindruck eines sehr differenzierten, reflektierenden und autonomen Subjekts. Also dass er jetzt Tizian, Dürer und Raphael zum Vorbild nahm, hat nicht nur formale Gründe, sondern er bezieht sich sehr bewusst auf zwei der größten italienischen Meister und den größten deutschen Renaissance-Künstler und wendet sozusagen diese Bilderfindungen auf sein eigenes Porträt an. Noch dazu sind bei Raphael ist das Castiglione, also das ist ja der hochgeschätzte Dichter und Verfasser des Cortegiano. Und bei Tizian ist es Ariost, also einer der größten italienischen Dichter. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, dass Rembrandt sozusagen das alles in sich integriert und sich mit dem sozusagen auch identifiziert. Und er sagt eigentlich, ich bin das alles, ja. Ich bin Raphael, Tizian, Dürer, ich bin ein Dichter, ich bin ein Maler, ich bin das sozusagen, bin das eigentlich alles. Also er ist eigentlich der wahrhaft Größte.
Und hier muss man natürlich auch nochmal überlegen, was ist denn die Stellung des Künstlers in Holland im 17. Jahrhundert. Das ist jetzt nicht mehr sozusagen die Situation wie ein italienischer Hofkünstler, und er hat auch nicht diese Situation wie Rubens in dem barocken Flandern, der ein Hofkünstler war und auch im diplomatischen Dienst war, unglaublich geschätzt war, sondern der lebt jetzt in diesem bürgerlichen Holland, und es muss sozusagen überhaupt erst ein neues Künstlerbild wirklich entwickelt werden. Er malt zwar teilweise auf Auftrag, aber zum Beispiel diese Selbstporträts malt er natürlich nicht auf Auftrag. Das heißt, er arbeitet auch, und das ist eben schon in dieser, also schon auch etwas Neues, dass Künstler jetzt weitgehend für den freien Markt arbeiten. Das ändert natürlich das Künstlerbild massiv. Es bedeutet natürlich eine größere Freiheit, aber es bedeutet natürlich auch eine viel größere Unsicherheit. Das heißt, es ist schon auch, diese Selbstporträts sind schon auch sozusagen der Versuch, so etwas wie ein neues Künstlerverständnis zu finden. Nun, bei Rembrandt erstaunt nicht nur die Anzahl dieser Selbstporträts, also sind wie gesagt ungefähr 80, wenn man die Bilder, die Zeichnungen, die Grafik zusammenzählt, sondern was erstaunt, sind die unterschiedlichen Rollen, in die Rembrandt hier geschlüpft ist. Das Erstaunliche ist, dass sich jetzt Rembrandt verkleidet, ja, und in ganz unterschiedlichen Rollen sich zeigt. Also hier zum Beispiel als Fahnenträger, als Offizier oder aber eben als biblische Figur, also als Paulus. In unterschiedlichen Verkleidungen. Und dazu muss man natürlich auch wieder wissen, dass die Kleidung im Mittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit eigentlich sehr klar den sozialen Stand einer Person angegeben hat. Also durch die Kleidung war sofort sichtbar, welchem Stand jemand angehört, ob das ein Bauer ist, ob das ein Adliger ist, welcher Rang innerhalb des Adels, ob das ein Geistlicher ist, ein Bürger. Bei den Bürgern wieder unterschieden, ist es ein Handwerker, ist es ein Kaufmann. Die Juden mussten sich gelbe Gewandung haben, etc. Also das heißt, dass die Kleidung war ein sehr klares Zeichen, und es gab ziemlich strenge Kleiderordnungen. Das heißt, im Unterschied zu heute waren soziale Unterschiede eigentlich auf den ersten Blick sichtbar. Und bei Rembrandt, und das ist schon etwas Neues und etwas sehr Besonderes, ist, dass eben dass seine Kleider nicht seinen sozialen Stand entsprechen, sondern dass er sich in völlig imaginäre Rollen sozusagen hinein imaginiert. Bei Porträts, ja, macht er das natürlich nie. Also bei Porträts sind die nie, also außer es ist ein Porträt-Historier, aber da gibt es dann sozusagen ganz klare Rahmen, aber im Prinzip sind diese Porträts, sind die dann, die Porträtierten, immer bürgerlich gekleidet. Und hier ist es so, dass diese Kostümierung eine bestimmte Stimmung evoziert, dass sie durchaus bestimmte symbolische oder inhaltliche Konnotationen beinhalten. Aber was Rembrandt auf jeden Fall zeigt, ist, dass er unterschiedliches sein kann, dass er nicht durch seinen sozialen Stand gebunden ist, dass er frei ist und frei ist in seinen verschiedenen Imaginationen. Es hat schon sozusagen das Fragmentarische und das Fantastische der Gewänder unterstreicht natürlich auch den Eindruck einer gewissen Maskerade. Man hat das Gefühl, dass teilweise, man weiß nicht ganz, wie ernst er das, meint er das ernst, also meint er, dass er das wirklich ist.
ionisiert er bestimmte Rollen. Aber was man jedesfalls, denke ich mir, sagen kann, ist, dass diese Maskeraden sozusagen die Potentialitätsräume erzeugen, also das Repertoire des Denkbaren erweitern und das Außeralltägliche, das Imaginäre und vielleicht auch das Tabuisierte visualisieren können. Also ich denke mir, dass sozusagen die Möglichkeit, also diese Imaginationsmöglichkeiten, dass die schon eben neue Räume sozusagen des Denkbaren öffnen können. Rembrandt hat sein Selbstporträt auch in Historienbilder integriert. Das ist etwas, was wir aus der Renaissance kennen. Aber was hier neu ist, ist, dass er sich in eine negative Rolle hier einfindet. Sie sehen hier die Kreuzaufrichtung. Die Kreuzaufrichtung ist eines von fünf Bildern, die Rembrandt 1639 für den Statthalter der Niederlande, für Friedrich Hendrik, angefertigt hat. Und Sie sehen, dass hier Rembrandt einer der Kreuzaufrichter ist. Das wirkt auf den ersten Blick befremdlich. Also, dass er sich eben nicht einfach jetzt als positive Assistenzfigur darstellt, sondern aktiv in eine Handlung einbezieht, noch dazu eben in eine ausgesprochen negative. Ich denke mir, dass das sehr wahrscheinlich nur in Zusammenhang mit dem Calvinismus zu erklären ist, nämlich zu einer Art von Bekenntnis zur eigenen Sündhaftigkeit. Es gibt zum Beispiel Gedichte von Jacobus Rebius aus dieser Zeit, von 1630, das in Worten sozusagen eine ähnliche Interpretation gibt. Ich zitiere das, Rebius schreibt zum Beispiel, es sind nicht die Juden, die dich, Jesus, ans Kreuz genagelt haben. Es sind auch nicht die Heiden, es sind nicht die Häscher. Ich bin es, ich bin das Kreuz. Ich bin das Seil, das dich band und so weiter. Also es ist sozusagen dieses eigene Bekenntnis der eigenen Schuldhaftigkeit und die Identifikation mit dieser Rolle. Und damit ist es sehr wahrscheinlich durchaus auch ein Appell an den Betrachter, also sozusagen an den Betrachter, der sich eigentlich auch, so wie Rembrandt, eigentlich mitschuldig fühlen soll. In den 50er und 60er Jahren, also in seinem Spätwerk, entwickelt Rembrandt die verschiedenen Selbstporträttypen weiter, vor allem diese sehr imaginären Selbstporträts. Sie sehen hier Rembrandt mit Palette und diesen beiden Kreisen. Diese beiden Kreise verweisen sehr wahrscheinlich auf das von Giotto kolportierte Diktum, dass es eben, dass sozusagen der perfekte Künstler der ist, der einfach sozusagen einfach nur mit der Hand ohne Zirkel einen perfekten Kreis zeichnen kann. Nun, in diesen, ab der Mitte der 50er Jahre, hat Rembrandt in der Tat unglaublich viele sehr schwere Erlebnisse. 1654 musste sich seine Lebensgefährtin Hendrike Stoffels vor dem Kirchenrat wegen Hurerei mit Rembrandt verantworten. Also das war seine Lebensgefährtin, die er aber nicht geheiratet hat und mit der er dann eine Tochter hatte. 1656 musste Rembrandt Konkurs anmelden. Seine Bilder und seine Sammlungen mussten versteigert werden. Er musste sein immer noch nicht bezahltes Haus verlassen und in ein kleines Haus in der Rosengracht übersiedeln. 1663 starb Henrike, 68, also ein Jahr vor seinem Tod, starb sein Sohn Titus. Das heißt, dass die letzten Jahre brachten wirklich einen völligen finanziellen Ruin. Es ist zwar ein Märchen, dass Rembrandt sozusagen völlig verkannt worden ist dann im Alter, das stimmt nicht. Was aber stimmt, ist, dass er wirklich nicht mehr im Trend lag, weil da eben eigentlich die klassizistische Strömung die Niederlande schon erfasst hatte, dass sich sein Auftraggeberkreis verkleinert hat. Das stimmt. Dass er so verarmt ist, lag im Wesentlichen daran, dass er unglaublich
auf großem Fuß gelebt hat, dass er eben sehr, sehr viel Kunst selber angekauft hat und das dann eigentlich mit dem, was er verdient hat, mit seiner eigenen Kunst, dass das nicht mehr möglich war. Ich sage das einfach sozusagen auch als Hintergrund für diese späten Selbstporträts, wobei man immer aufpassen muss, inwieweit man die Biografie eigentlich zur Interpretation einbezieht. Aber ich zeige Ihnen hier zumindest sozusagen die, wie das in den 50er, 60er Jahren ausgeschaut hat. Sie sehen das Selbstporträt von Rembrandt, was wir hier in Wien haben. Und Sie sehen daneben ein Selbstporträt von Bol. Bol war Schüler von Rembrandt, aber Sie sehen, wie anders das ist. Und Bol ist sozusagen mit dem Trend, mit dem Zeitgeschmack, mit der Mode gegangen und hat sich eben hier eigentlich wieder ziemlich höfisch, also schon in Richtung Klassizismus, sehr repräsentativ in Szene gesetzt, wogegen Rembrandt einfach genau das Gegenteil macht. Und diese späten Selbstporträts von Rembrandt, das ist hier ist einfach ein sehr typisches, ist so, dass es eben wirklich, es ist vollkommen unrepräsentativ, es ist sozusagen eigentlich antirepräsentativ, es fällt alles weg, also keine Goldketten, es fällt sozusagen, es ist wirklich nur noch die Konzentration sozusagen, kleinster Bildausschnitt auf das Gesicht selber, es ist ganz nahsichtig, es hat diesen offenen Mantelkragen, und darunter das rote Wams, wo die Farbe unglaublich stark wirkt, weil die Farbe eigentlich, natürlich ist es ein Wams, ja, aber es wirkt sozusagen so, wie wenn er sich öffnet und wie wenn man sozusagen sein Herzblut eigentlich sehen würde. Es ist nun im großen Unterschied zu diesen frühen Bildern, wo er sich in einem bestimmten Affekt gezeigt hat, ist das jetzt hier kein bestimmter Affekt. Wir können versuchen, das zu beschreiben, wir kommen da nie hin, weil es genau darum geht, dass er jetzt sozusagen ein Selbstporträt entwickelt, eine Porträtauffassung auch oder eine Menschenauffassung, wo es nicht, es geht weder darum, einfach nur das Äußere festzuhalten, es geht aber auch nicht darum, einen bestimmten Affekt darzustellen, sondern es geht eigentlich eher darum, den Menschen, oder also jetzt sich selbst sozusagen in seiner ganzen, also sozusagen wie sein ganzes Leben irgendwie zusammenzufassen und sich selbst als ein psychisches Wesen darzustellen mit einem Inneren, was eigentlich viel, was unheimlich vielfältig ist, sodass man das nicht sozusagen auf einen bestimmten Punkt oder einen bestimmten Charakterzug reduzieren könnte, sondern wo diese Komplexität des Individuums deutlich wird und wodurch die Malweise, also diese vielen, vielen, vielen Schichten, klar wird, dass das etwas ist, was geworden ist. Was geworden ist, was aber auch wieder vergehen kann, was unendlich vielschichtig ist und was sich sozusagen einer genauen Beschreibung eigentlich letztlich entzieht. Also meines Erachtens ist das Entscheidende gerade, dass man eigentlich nicht das festmachen kann, auch nicht auf einen bestimmten Charakter. Man kann natürlich bestimmte Dinge sagen, man kann sagen, es ist irgendwie eine unglaubliche Offenheit, mit der sich präsentiert, bei gleichzeitiger unglaublicher Verletzlichkeit und einer gewissen Form von Schmerz, der sich hier darstellt, aber wo sozusagen eigentlich alle Schichten des Lebens mit dargestellt sind. Eines seiner letzten Bilder ist dieses sogenannte lachende Selbstporträt in Köln, über das unendlich viel gerätselt worden ist, wo man auch große Schwierigkeiten hat, sich da wirklich klar zu werden, vor allem klar zu werden, was da auf dem linken Bildrand ist. Man hat früher gedacht, das ist der Gott Terminus, also der Tod, an dem er sozusagen jetzt eigentlich steht. Es gab dann aber die Interpretation, die jetzt im Allgemeinen von der Forschung geteilt wird, dass er sich selber als Xeuxis darstellt. Und zwar gibt es ein Bild von seinem letzten Schüler, Arte Chelda, der hier ein Bild gemalt hat, Xeuxis, der eine, es gibt eine antike Anekdote von Xeuxis, der ja sozusagen der Künstler war, der die schönsten Bilder, die schönsten vor allem weiblichen Bilder gemalt habe und dass dieser Xeuxis am Ende seines Lebens eine alte Frau gemalt habe und die so hässlich war, dass er so gelacht hat darüber, dass er an dem Lachen gestorben ist. Und man geht jetzt davon aus, dass das Rembrandt, also dass Arte Chelda sozusagen auf Rembrandt Bezug nimmt und
interpretiert sozusagen vom Schüler zurück auf Rembrandt, dass vielleicht eben dieses Bild sozusagen an diesen Xeuxis erinnert. Das, ich denke mir, es kann durchaus sein, dass das mitspielt. Es ist ein sehr eigenartiges Selbstporträt, wenn man im Original davor steht. Es ist so unendlich irritierend, weil es sozusagen, also dieses Alte, dieses Gebeugte, dieses schon fast also Zerfallende und dann dieses Lachen, wo man das Gefühl hat, er lacht auch über alle seine Selbstporträts. Was ich denke, was wichtig ist, ist, dass man die Selbstporträts von Rembrandt, dass man die im Gesamtzusammenhang sieht. Wenn man nur ein einzelnes, also ich habe Ihnen jetzt nur einige davon gezeigt, wenn man nur eines dieser Selbstporträts herausnimmt, denke ich mir, kann man dem eigentlich nicht gerecht werden, sondern die Bedeutung dieser Selbstporträts liegt unter anderem darin, in dieser unglaublichen Unterschiedlichkeit, dass man so unterschiedlich auf sich selbst sozusagen schauen kann und sich selbst sozusagen so unterschiedlich imaginieren kann. Und ich will Ihnen nur sozusagen, das ist jetzt nur ein Hupfer, ein Gedankenhupfer, was ich jetzt auch nur ganz kurz mache, weil ich das immer interessant finde, weil wir ja von heute schauen. Wir schauen ja immer sozusagen von heute auf die Vergangenheit und wir sehen die Dinge heute auch anders. Es gab also am Ende des 20. kennen Sie ja sehr wahrscheinlich Cindy Sherman, eine Künstlerin, die jetzt unendliche Selbstporträts von sich gemacht hat, allerdings im Medium der Fotografie und wo sie sich jetzt auch in die unterschiedlichsten Rollen hinein imaginiert hat. Also man erkennt, wenn man es sozusagen nicht weiß, dann sieht man auch eigentlich nicht, dass das immer wieder Cindy Sherman ist. Und ich denke, was ich interessant finde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass sozusagen Cindy Sherman eine Art, sozusagen am Ende eines Bogens ist, an dessen Anfang Rembrandt da irgendwie gestanden ist. Die haben eine gewisse Ähnlichkeit, also es sind natürlich eindeutige Unterschiede auch, also das eine ist Malerei, das andere ist Fotografie. Aber der Hauptunterschied, denke ich mir, ist, dass bei Rembrandt, dass Rembrandt sich tatsächlich irgendwie in sozusagen die Vorstellung hatte, ganz unterschiedliche Subjekte sein zu können. Und Cindy Sherman heute, also zeigt, dass es diese Vorstellung sozusagen von Autonomie, dass es die gar nicht mehr gibt, sondern dass es nur noch Bilder gibt, Bilder sozusagen dieser Vorstellung. Und das scheint mir sozusagen ein interessanter Gedanke zu sein. Damit beenden wir es. Dankeschön.